Danke. Guten Tag, mein Name ist Sürmeli von der Sürmeli Foundation International. Ich habe hier von Ihnen ein Schreiben, und zwar geht es hier über die beabsichtigte Hofraumverhandlungen. In Hohendorf. Wie bitte? In Hohendorf oder wo? Das ist, ja, in Hohendorf. Bodenordnungsverfahren. Ja. Sie meinen damit das Flurbereinigungsgesetz. Ja, klar. Warum schreiben Sie das denn da nicht rein? Also, das Flurbereinigungsgesetz ist eine komplette Enteignung, Zwangsenteignung. Und bei Zuwiderhandlung, dass Sie das Gesetz anwenden, haben Sie mit einer hohen Geldstrafe zu rechnen. Das ist nämlich, das verstößt gegen das Verarmungsgebot. Sie zwangsenteignen die Leute und wir haben das hier auf dem Tisch. Wir rufen hier aus Norddeutschland an. Wir sind hier eine Stiftung nach Staatsrecht und die Leute beschweren sich hier, dass sie also zwangsenteignet werden sie klären die Leute nicht richtig auf. Wir möchten, dass Sie die Leute auf die Konsequenzen hinweisen, dass Sie als Grundstückseigentümer nur noch Grundstückbesitzer sind. Sagen Sie mir nochmal, von welcher Institution? Sürmeli Foundation International. Wir gehören zur Gruppe United Human Rights Forces. Netzwerk Menschenrecht. Also Sie nach deutschem Recht. Wenn Sie den Leuten hier das Flurbereinigungsgesetz als ein anderes Gesetz Hofraumverhandlungen hier verkaufen, dann haften Sie privat, denn dieses Gesetz ist nach deutschem Recht unzulässig. Und deutsches Recht wollen Sie hier anwenden. Und deutsches Recht kennt dieses Flurbereinigungsgesetz nicht. Und es gibt auch kein Staatsgericht, § 15 GVG, dass eine Verhandlung stattfinden könnte. Sie bewegen sich auf internationalem Gebiet völlig rechtswidrig und nichtig. Gut. Sie können uns gerne anschreiben. Das ist die SFI-Stiftung, also Sürmeli Foundation International, SFI, Bielefeldweg 26 in Stade. Und wir werden jetzt die Leute anschreiben, ihr Projekt anschreiben und darauf auch hinweisen, weil das ist hier durchs Netz gegangen. Wir haben das also den Leuten mitgeteilt, dass sie quasi die Leute zu Teilnehmern und Teilhabern machen und sie also quasi zu Pächtern machen von ihrem eigenen Grundstück. Das dürfen sie hier nicht. Ja, wir haben hier, ich meine, das hat ja was mit der Geldreform zu tun, dass jetzt nicht pro Kopf, sondern eben pro Quadratmeter auch noch verschuldet werden soll. Und das ist nach deutschem Recht und nach Militärrecht ist das nicht zulässig. Und Sie wissen ja, dass das Militärrecht ja noch volle Gültigkeit besitzt. Damit würden Sie sich ja nach deutschem Recht, würden Sie sich, wenn Sie hier dran mitwirken, und darauf mache ich Sie aufmerksam, voll mit Ihrer Sippenhaftung in die Haftung gehen, denn das deutsche Recht kennt die Sippenhaftung und das ist hier deutsches Recht. Ich selber bin Ausländer, ich selber bin türkischer Staatsbürger, aber ich sage Ihnen das vorerst, das wird hier zu ganz, ganz massiven Problemen führen, so wie 1990, wo die Leute nicht zwangsentschädigt worden sind, seit über 60 Jahren die Besetzungs- oder die Grundstücke ungeklärt geblieben sind. Und das wird hier auch noch dazu führen. Und wir können hier keine Unruhen mehr gebrauchen. Deswegen rufe ich Sie an und bitte Sie darum, dass Sie die Leute darauf hinweisen, dass die Leute zwangsenteignet werden quasi, dass sie von ihr als Grundstückseigentümer nur noch Grundstücksbesitzer werden. Könnte ich Ihren Namen nochmal erfahren? Sürmeli, ich heiße Sürmeli. Wenn Sie Sürmeli eingeben im Internet bei Google, werden Sie und dann schreiben Menschenrechte, werden Sie Informationen über uns oder über mich persönlich bekommen. Und da werden Sie auch das nachlesen. Gut. Herr Sürmeli, es ist so, bei solchen Sachen Verbindung setzen. Ich bin hier bloß ein Sachbearbeiter vor Ort. Ich würde Sie weiter verbinden oder in die Nummer die Durchwahl geben mit unserer.
Sie können uns auch eine E-Mail schicken, wo Sie die Daten uns über... also ich habe hier, also das ist gestern Nacht um 23.43 Uhr hier eingegangen. Ich habe hier noch ein paar Verfügungen gemacht. Ich habe das zu unserem Netzwerk weitergeschickt. Schreiben Sie mir bitte doch einfach die Adresse. Ich will mal gucken, ob auf Ihrem Schreiben irgendetwas da ist, sonst schreibe ich Sie auch an. Nein. Das spielt keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle, was Sie sind. Nach 179 BGB haften Sie innerhalb der Organhaftung für Ihr Verschulden, dass Sie die Leute nicht aufgeklärt haben, auch zivil- und privatrechtlich, und zwar mit der Sippenhaftung. Das heißt, wenn Sie jemandem einen Vermögensvorteil oder einen Vermögensschaden angerichtet haben, dann werden Sie diesen Vermögensschaden auch nach 829 oder 23 unerlaubte Handlung. Sie können hier nicht mit einer Privatinsolvenz nachher sich aus der Verantwortung ziehen. Unerlaubte Handlungen können nicht verjähren. Wir weisen Sie darauf hin als Menschenrechtsstiftung, dass Sie das bitte unterlassen. Das ist ein behördlich geleitetes Verfahren, das Ministerium anordnet. Ja, wir sind auch eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, und zwar international tätig, nach Völkerrecht. Gut, dann schreiben Sie uns an. Sie haben die Adresse oben drauf, richtig? Mal schauen. Nein, das steht Landesgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mit beschränkter Haftung. Sie sind also auch keine Behörde. Das ist richtig, wir arbeiten im Auftrag des Amtes für Landwirtschaft. Ja, Sie haften dann voll hier. Und zwar nicht mal nicht mit beschränkter Haftung, sondern Sie haften hier voll. Und zwar privat. Denn Sie können keine Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein, da das hier alles eine Treuhandgesellschaft ist. Sie haben hoheitliche Rechte. Ja. Das ist ja etwas Neues, was wir in Deutschland zum ersten Mal hören. Dann lesen Sie mal die Ritterschutzkonferenz. Das ist ein reines Provisorium, in dem nur simuliert wird. Ritterschutzkonferenz, das ist ein wissenschaftlicher Bericht des Bundestages vom 11. April 2008, nicht von 1949. Lesen Sie mal durch. Da steht nämlich drin, dass Sie in einem Provisorium arbeiten. Das stimmt nicht. Nee, ich brauche Sie nur belehren. Was Sie daraus machen, ist Ihre eine Sache. Ich kann doch nicht jemand sagen, klau bitte nicht mein Sohn oder klau bitte nicht der Nachbar oder mach das und jenes nicht. Das bleibt Ihnen überlassen. In dem Moment, wo Sie das machen, sind Sie mit dran, ob ich das Ihnen gesagt habe oder nicht gesagt habe. Sie hätten es wissen müssen, dass Sie es nicht dürfen. Sie beteiligen sich hier an einem Riesenbetrug, genauso mit den Geldgesetzen, wo die Banken hier Gelder vergeben haben, die sie gar nicht gehabt haben. Und daran haben sich die Banken auch nicht dran gestoßen, weil sie ja kassiert haben. Aber trotzdem haben sich alle schuldig gemacht, weil sie das Volk ja eigentlich absaugen. Und genau das passiert jetzt. Das ist jetzt die Fortführung dessen, was die Banken gemacht haben. Jetzt gibt es kein Geld mehr, das ist verschuldet. Und jetzt versucht man das nicht mehr über pro Kopf, sondern pro Quadratmeter abzuziehen. Das läuft hier nicht mehr. Das sehen wir die. Gut. Sie sind aufgeklärt von mir, sagen Sie es auch Ihren Kollegen. Auf Ihrem Schriftsatz ist überhaupt, da steht nur drin... weiter und hier steht nichts davon, dass Sie eine Anschrift haben, nichts davon. Landesgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mit beschränkter Haftung, ja. Ob Sie eine Landesgesellschaft sind, das mag ich zu bezweifeln, weil die Landesverfassung sind reine Vereinsgesetze, § 85, 86, die nicht rechtsfähig sind. Sie sind zwar geschäftsfähig, aber nicht rechtsfähig. Sie setzen sich mit unserer Verwaltung in den letzten Interesse. Ich habe ja noch nicht mal eine Anschrift. Schicken Sie mir doch mal... Hier steht unten drauf, also wenn Sie einen Kopfbogen haben, da steht unten drauf, Lindenallee 2A, 19067 lesen. Kann ich nicht lesen. Muss draufstehen, am Kopfbogen. Ich weiß ja nicht, was Sie haben, was Sie zugeschickt bekommen haben, oder wie auch immer. Postwurfsendung. Projekt Nummer F480-8003. Vom 16.03.2009. Das ist die Postwurfsendung? Ja. Und ist da kein Kopfbogen? Ist da nicht... was steht da noch drauf? Sie haben, schauen Sie, es ist egal, Sie haben keine hoheitliche Rechte. Um eine hoheitliche Rechte zu haben, müssen Sie ein Staatsgebilde haben. Und um ein Staatsgebilde zu haben, müssen Sie eine Verfassung haben. Die Länderverfassungen sind sind keine Verfassung, sondern das sind alles nur Vereinsgesetze. Steht im § 86 BGB drin.
Sie sind alle treuhänderisch, werden Sie hier verwaltet. Selbst Sie werden treuhänderisch verwaltet. Deswegen sind Sie auch ein Mitglied der oder ein Personal der Firma. Deswegen haben Sie einen Personalausweis. Ich bin Ausländer, ich habe eine Personenidentitätskarte. Ja, das ist traurig genug, dass Sie in für Ihr eigenes Land Sie das noch plündern, und zwar als eine GmbH. Und dann mit hoheitlichen Rechten. So ein Blödsinn gibt es nicht. Eine Kapitalgesellschaft mit hoheitlichen Rechten. Jetzt ist aber vorbei hier. So, wiederhören.